Vielen Dank, Robert. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit dir noch viele Arbeitswelten revolutionieren werden, nicht nur hier bei der TAS, sondern auch in anderen Unternehmen. Ja, und zu dem spannenden Thema New Work freue ich mich noch, einen weiteren Gast hier bei mir in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Unsere Henny. Henny, grüß Hallo. dich. Henny ist unsere Leiterin Operations bzw. COO und somit verantwortlich für den professionellen Einsatz von über 600 Mitarbeitern. Und liebe Zuschauer, auch Henny ist heute früh gemeinsam wie Christian und ich hier in der TAS getestet worden und somit absolut clean. Wir brauchen auch wir beide keine Glasscheibe oder Masken, um uns hier frei zu unterhalten zu können. Ja, Henny, du bist ja sonst eigentlich von 100 Mitarbeitern umgeben und setzt die Teams projektbezogen ein. Und jetzt sind die meisten davon nicht mehr da. Wie gehst du eigentlich mit dieser Situation um? Na, so ganz neu ist die Situation nicht. Wir haben ja 2016 bei uns für die Führungskräfte der TAS AG das freie Arbeiten für Führungskräfte eingeführt. Und da war ja schon zumindest im Führungskräftekreis der eine oder andere nicht da. Natürlich war es damals überhaupt nicht vorstellbar, dass heute auch die Mehrheit unserer Kundenberater im Homeoffice ist und dass quasi die Räumlichkeiten hier leer sind und jeder zu Hause sozusagen womöglich vielleicht auch am Küchentisch oder wo auch immer sozusagen seiner Arbeit nachgeht. Aber das funktioniert ganz wunderbar und stellt auf der anderen Seite nochmal ganz neue Herausforderungen an uns als Führungskräfte. Wir müssen mit Vertrauen führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Fürsorgepflicht haben. Und das Schöne ist, wir müssen für einen guten Informationsfluss sorgen an unsere Mitarbeiter. Und es tun sich damit auch nochmal völlig neue Möglichkeiten auf. Beziehungsweise kommt man plötzlich auf ganz kreative Ideen. Nämlich mein Beispiel: Ich gehe jetzt regelmäßig spazieren mit den Kollegen und führe Gespräche beim Spaziergang. Und das regt auch die Kreativität nochmal an. Und da kann man so die Gedanken fließen lassen. Und das ist wirklich eine schöne Erfahrung, muss ich tatsächlich sagen. Absolut spannend. Gibt es denn von dem einen oder anderen Mitarbeiter ein direktes Feedback an dich? Denn für diese war es ja auch eine absolut neue Situation. Ja, natürlich. Wir holen uns ja auch regelmäßig Feedbacks ein von unseren Mitarbeitern und die Mehrheit genießt das tatsächlich und findet aber auch die Mischung zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen stationärer Arbeit und dem Arbeiten im Homeoffice und dergleichen, die richtige, weil natürlich fehlen uns allen die sozialen Kontakte, das muss man einfach mal so sagen. Und wir freuen uns heute umso mehr, wenn wir uns auch persönlich mal sehen und mal wieder in 3D und uns mal wieder, ja, so gegenüber Oder sitzen dürfen, wie 4D. wir das jetzt tun, ne? Ja. Absolut. Ja. Hast du da eine konstante Trennung zwischen Homeoffice und stationär oder gibt es auch Mitarbeiter, die generell switchen zwischen Es diesen beiden gibt Modellen? Ja? Mitarbeiter, die switchen, ja, Okay. tatsächlich. Ich selber praktiziere das ja auch so. Also ich bin in der Regel 3 Tage hier, 2 Tage im Homeoffice und das ist für meinen, ja, Lebensrhythmus und auch für für meine Arbeit sehr wohltuend. Also sowohl sozusagen hin und wieder mal hier einen Kollegen zu treffen, aber eben auch für andere Aufgaben mich mal zurückzuziehen ins Homeoffice. Das ist ja sehr angenehm. Absolut. Und ich glaube, die Erfahrung haben wir zum Teil alle gemacht, dass wir mehr Spielraum auf einmal erfahren, wie die Arbeit auch zukünftig vielleicht viel effizienter und entspannter vonstatten gehen kann. Henny, vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema neue Arbeitswelten. Hast du dann für dich persönlich noch irgend so einen Wunsch oder eine Vision, wo sich das Thema grundsätzlich weiterentwickeln könnte? Die habe ich aber Na definitiv. dann raus damit. Ich persönlich empfinde ja das Thema freie Arbeit, also selbstbestimmtes Arbeiten, wann und wo ich will, sozusagen als wirklich großen Luxus. Und ich bin überzeugt davon, dass in Zukunft die Menschen neben einer sinnstiftenden Aufgabe und einem guten Verdienst auch das immer mehr in den Fokus rücken, in den Fokus ihres Lebens. Und dass sie letztendlich das ja, für sich auch als Luxus empfinden können. Und daher heraus ist meine Vision zu sagen, wir alle sollten das freie Arbeiten als solche genießen. Und ich wünsche mir ich möchte hier gerne das Thema freie Arbeit für Kundenberater auch einführen.
Das klingt erstmal ja ziemlich revolutionär, sage ich mal. Klingt erstmal unmöglich, ja, weil wir haben auf der einen Seite natürlich recht stringente Anforderungen von unseren Auftraggebern hinsichtlich Service-Level, Erreichbarkeiten und dergleichen. Und auf der anderen Seite natürlich die vielen individuellen Lebensmodelle unserer Mitarbeiter. Und das muss man halt gut übereinander legen, weil natürlich muss jeder gleichermaßen mit dem Modell leben können und zufrieden sein. Das ist eine große Herausforderung, aber ich bin sicher, das wird uns gelingen und das ist meine Vision, das ist mein Traum für die Zukunft. Ganz toll, ein schöner Traum. Mhm. Henny, vielen, vielen Dank. Okay. Klatsch ab. Alles klar. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Arbeit, aber auch bei der Umsetzung deiner Vision.